Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Crazy Records in diesem Jahr. Wie ihr seht, ist mir dieses Format noch nicht langweilig geworden. Und deshalb geht's dieses Jahr direkt los mit Rekorde zum Thema Videospiele. Intro. Der erste Rekord geht direkt an einen Sammler, nämlich Brad Martin. Genau, dieser hat nämlich die größte Videospiel-Fanartikelsammlung. 1989 gaben die Eltern des damals 8-Jährigen ihrem Sohn einen 4 cm großen Mario mit Pilz in der Hand. 2012 besaß er dann über 8000 Fanartikel. Der aufblasbare Mario ist übrigens eines der ersten Nintendo-Artikel, die je hergestellt wurden. Es gibt von Mario übrigens mehr Fanartikel als von irgendeiner anderen Videospielfigur. Doch Brads Lieblingsvideospielheld ist Link. Heia! Toria! Hey, ich tu mein Bestes, Prinzessin! Wir gehen rüber zu Wii Sport. Dort hält nämlich Brandon Christoph seit 2012 den Weltrekord für den weitesten Home Run überhaupt. Außerdem ist Wii Sports mit über 80,91 Millionen Stück das am meisten verkaufte Sportspiel, was wahrscheinlich daran liegt, dass es bei der Nintendo Wii dabei lag. It's out of the park. Wer denkt, Killerspiele machen aggressiv, der ist noch nie die Regenbogenstrecke auf den Super Nintendo gefahren. Ganz genau, doch davon lässt die 13-jährige Leila Hasso sich nicht beeindrucken. Sie hat nämlich 30 von 40 Zeitfahr-Weltrekorde in Mario Kart. Mit 13 Jahren, what the fuck? Super Mario Kart kam 1992 das erste Mal öffentlich auf den Markt. Da bin ich selbst gerade erst mal geboren. Fast 20 Jahre später hat die Kleine dann diese Weltrekorde aufgestellt. Faszinierend. Und wir gehen noch einmal zurück in die 90er, denn das bestbewertete Spiel aller Zeiten ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dieser Weltrekord basiert auf Metacritic-Bewertungen aus dem Jahre 2013. The Legend of Zelda Ocarina of Time hatte dabei eine Bewertung von 99%. Auf den folgenden Plätzen befinden sich übrigens GTA 4 für die Xbox 360 und PS3 und Tony Hawk's Pro Skater 2 für die PS1. Alle drei auch sehr, sehr geile Spiele übrigens. Dass man mit Videospielen seinen Unterhalt verdienen kann, hat uns spätestens der Typ gezeigt, der sich bei World of Warcraft alle Erfolge geholt hat. Aber einer verdient mit Videospielen besonders viel Kohle. Will Big Timer Johnson ist der am besten verdienende Call of Duty Spieler. 2009 und 2012 verdiente er mit Turnieren über 104.000 Euro. Rekord Nummer 6 ist Minecraft Speedrun, den ich sogar live miterlebt habe, nämlich bei Awesome Games Done Quick 2014. Der Gamer Bismuth hat live auf Twitch von Anfang bis Ende Minecraft durchgezockt, und zwar in einem Speedrun. Dafür benötigte er gerade mal 20 Minuten. Als kleine Info kann man hier noch sagen, dass das Ganze natürlich auf einem Seed basiert, den er vorher auswendig gelernt hat, und am Ende hat er den Ender Dragon dadurch besiegt, dass er quasi Betten im End platziert hat, die dann explodiert sind und damit dem Ender Drachen möglichst viel Schaden gemacht haben. Aber trotzdem krasse Leistung. Respekt. 20 Minuten. Glaubst du, du schaffst das in Minecraft Reset auch? Mit denen auf gar keinen Fall. Kennt ihr noch Guitar Hero? Davon gibt es nämlich auch ein paar ziemlich krasse Weltrekorde. Hierbei geht es allerdings nicht um Punkterekorde, sondern ums Dauerzocken. Ein Spieler war tatsächlich verrückt genug, das ganze Spiel 72 Stunden am Stück zu zocken und kam damit ins Guinness World Record Book. Einen weiteren Weltrekord, auf den man mit Sicherheit unfassbar stolz sein kann, hält ein Amerikaner. Dieser hat nämlich 2013 über 17.000 Screenshots bei Castlevania gemacht. Wow. Haben wir eigentlich noch einen vernünftigen Weltrekord? Ja, das musste ich aber sagen. Ach so, okay. Haben wir eigentlich noch einen gescheiten Weltrekord? Ich habe meinen Text vergessen. Ja, haben wir. Haben wir eigentlich noch einen gescheiten Weltrekord? Oh ja. Oh ja. Nein, so schlecht. Mach nochmal. Und zwar geht es hierbei um eins meiner absoluten Lieblingsspiele, nämlich Super Smash Bros. Yay! Die Super Smash Bros. Reihe wurde bis zum Wii-Ableger Super Smash Bros. Brawl insgesamt über 24 Millionen Mal verkauft. Und weil es so schön ist, hier einmal der Weltrekord im Scheiben-Smash. Apropos Super Smash Bros., der gute Simon und ich sind in einem Battle auf seinem Channel gegeneinander angetreten. Wie es ausgegangen ist, könnt ihr euch gerne hier anschauen. Genau, direkt daneben ist der Abo-Button, um nichts zu verpassen. Und daneben kommt ihr zum Hassalphabet C wie Chefs. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem lieben Master Dem doch einen Daumen nach oben. Das wird uns beide riesig freuen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Und ja, danke, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Jo. Und jetzt hier, weiterklicken. Wir haben gekämpft. Für Mario wurden übrigens mehr Fanartikel hergestellt als für irgendeine andere Videospielfigur. Doch Brad Pitts Lieblingsspielfigur ist Angelina Jolie. Genau. Nein, wie heißt der Brad? Und dann adoptieren sie ganz viele Kinder. Man